Herzlich willkommen, allen Freunde! Oh, rechts sehen wir schon die kleine. Huschke? Heißt du Huschke? Huschke? Ich hab den Namen vergessen. Henrike heißt du. Och, das stimmt ja. Oh, hey Moritz, wie geht's dir so? Hab dich lange nicht mal gesehen. Du meidest mich doch nicht etwa? War nur Spaß. Hahaha, ich find's immer klasse, wenn wir mal reden. Ja, gut, dann reden wir nochmal hier. Hast du irgendwas auf dem Herzen, Hüppi? Hast du die Ergebnisse von der Akademie des schönen Hauses schon gesehen, Moritz? Wie hast du abgeschnitten? Ich habe mich noch nicht getraut, meine Punktzahl nachzugucken. Von irgendwem anders so bewertet zu werden, fühlt sich komisch an. Aber als Star steht mir das wohl ohnehin irgendwann bevor. Da hast du wahrscheinlich recht. Wir gucken mal hier. Oh Gott, was hat uns die Akademie gegeben? Wissen wir noch nicht. Ich hab's nicht so mit Innendeko, aber mit Außendeko kenne ich mich aus. Nimm das hier und motz damit das Äußere deines Hauses ein bisschen auf. Oh Gott, ich bin gespannt. Was haben wir? Wir haben Rang S, super. Auch wenn wir nur Schrott in unserem Haus drin haben. Herztürschild. Oh Gott, ey, was will ich damit, Edde? Was will ich damit? Erstmal hier direkt meckern gehen. Ich glaube, der wohnt hier. Ich bin mir nicht sicher. Bin mir überhaupt nicht sicher. Oh, doch, ich wusste es. My home is my casa. Oder wie sagt man nochmal in Spanien? Spananien? ja, hier. Schon spaßig zu sehen, wie hier auf Nimmerland die Kürbisdeko aufkloppen im Moe. Fast als würde die Insel ihr Halloween-Kostüm anlegen. Ja, ich habe auch was ganz, ganz Schönes für dich. Bitteschön. Wie, du willst mir etwas geben? Ja, ein Herztürschild. Das glaube ich jetzt nicht. Ein Herztürschild? Kommt mir irgendwie verflixt vertraut vor. Na egal. Oh Gott. Ja, er hat es glaube ich bemerkt. Sauber. Hab mir gerade selbst überlegt, mir sowas anzuschaffen. Macht sich bestimmt gut an meiner Tür. Ja. So, haben wir den Schrott direkt mal wieder verschenkt? So gehört sich das. Nice. Das haben wir gut gemacht. So, ist hier jemand zu Hause? Nee, ne? Okay, dann gucken wir später. Wir gehen mal kurz hier rein. Alter, ich gehe hier jeden Tag rein, ne? Und es gibt nie coole Möbel hinten. Boah. Ich warte immer noch auf ein Upgrade dieses scheiß Hauses hier, ey. Ganz ehrlich, ne? Ihr nervt mich, ihr beiden. So, dich kaufen wir aber. Weil dich können wir, glaube ich, nicht herstellen, oder? Dann konnten wir es doch. Ich weiß es gerade gar nicht. Konnten wir das herstellen? Oh jo, wow. Wow, dann ist ja das hier noch belastender, wenn man eh alle Möbel herstellen kann. Wie sollte ich dann 5800 dafür ausgeben? Ist auch hier wieder lächerlich vom Feinsten. Ja, trainier du mal. Wir gehen mal hier kurz shoppen. Was mir jetzt gerade auch erst auffällt, früher war das nicht so, dass die Geschäfte jeden Tag offen hatten. Das ist, glaube ich, das erste Mal hier. In New Horizons. Sonst hatten die meistens immer Sonntag und manchmal sogar montags zu. Das war was, da wusste man gar nicht, was man machen sollte. An dem Tag. Ne, hier ist auch nichts bei. Du brauchst eben 9.36 Uhr, mein Wecker müsste gleich gehen. 10 Uhr wollte ich aufnehmen. Achso, oh, ich habe gar nicht vorgespult, dass es heute Montag ist hier im Spiel. Ups, Leute. Habe ich wohl vergessen. Ja gut, dann spielen wir halt einen Sonntag. außer dass Joanna da ist, ist jetzt eh nichts passiert. So, achso, KK ist da, ja. Muss ich auch mal dran denken, dass ich abends extra für KK nochmal hier die Switch anmache. Beziehungsweise das Spiel wechsle. Momentan bin ich tatsächlich wieder ein bisschen im Pokémon-Hype. Ich freue mich einfach auf das nächste DLC. Ich habe meinen Pokédex nämlich sortiert. Und habe die Shinies gezählt. Ich habe 55 Stück zurzeit. Da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich. Und ich kann versprechen, davon ist kein einziges gescheatet, Leute. Also, obwohl, ich glaube, 3 gab es wegen Raids. Und Tutessa gab es wegen so einem Code.
Ja, okay. Egal, trotzdem, ne? Ich habe mir echt Mühe dabei gegeben. Wirklich, Leute, wirklich. Oh, ich will gleich mit Thomas sprechen. Was mache ich denn eigentlich mit dem Kürbisfeld? Ich habe immer noch keine Strohsachen. Rezepte habe ich auch keine. Außer dieses Strohbrett. So, Regina, was hast du? Bauklotzbrett? Wow, danke schön. Danke schön für den Schrott. Ach, komm, gib mir bitte irgendein Kürbisrezept. Bitte, kleiner Bastian oder so. Hab den Namen vergessen. Ja, er gibt mir was. Und ole, echt gelungen, Moritz, was geht? Ich habe einen Dschungelbohnen angefertigt, eigenhändig. Die Idee ist mir neulich beim Blablabla. Oh, hab ich die schon? Oh, ich hab noch nicht. Oh mein Gott, ich hab den Dschungelboden noch nicht. Endlich können wir Dschungelcamp spielen, Leute. Oh mein Gott, zeig her. Zeig her den Boden. Sehr schön. Ihr Bauanleitung, zeig her, bitte. Unkraut und Lehm. Oh, der sieht gar nicht so schlecht aus. Könnten wir eigentlich gleich mal eben aufstellen. Gucken, wie da richtig aussieht. Heißt, wir brauchen Unkraut, ne? Da oben wächst Unkraut. 1, 2, 3, 4, 5. Ist noch ein bisschen zu wenig. Hallo, Jona. Ich habe jetzt keine Lust, die Kürbisse zu ernten. Ganz ehrlich. Müsste hier hinten nicht Unkraut sein. 1, 2... Hier war ich so lange nicht mehr. Als ob hier nirgends so Unkraut ist. Da oben wäre noch Unkraut. Oh Gott, ich muss jetzt hier ein bisschen Unkraut. Ah, da oben. Ah, da komme ich glaube ich nicht hoch, oder? Doch. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir glaube ich 10. Glaube ich. 8. Ich habe gestern außerdem mit anderen Leuten mal im Among Us gespielt. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Außer, dass die sich blöd genannt haben. Ja, richtig blöd. Also, ich distanziere mich davon. Aber die Folgen bringe ich trotzdem, weil die waren eigentlich relativ gut und lustig tatsächlich. So, dann gehen wir mal zur Workbench. Ich müsste mir eigentlich irgendwann mal noch eine zweite Workbench machen. Oh, Thomas, ich will erst mit Thomas reden. Bonjour, das bedeutet guten Morgen in der Weltsprache der Kultur, Hefef. Gibt es etwas Prächtigeres als Herbst auf Nimmerland? Wohl kaum, Moritz. Ich habe gestern die erste Folge von Yashahime gesehen, die Tochter von Kagome und Inuyasha. Die erste Folge handelt jetzt nicht wirklich von der Tochter, deswegen war die eigentlich... Ja, war halt da. Ich weiß noch nicht, also ich bin schon Fan von Inuyasha, jetzt kein riesiger Fan. Aber die erste Folge war schon in Ordnung und man hat ein bisschen was kennengelernt. Oh nein, oh Gott, wir gehen einfach hier hin. So, wo ist der Dschungelboden? Da ist er. Oh, ich glaube, der sieht echt gut aus. Nee, genug fürs Erste. So, dann gehen wir mal schnell nach Hause und testen den mal. Direkt. Ich meine, mehr können wir heute hier eh nicht machen. Ja, ne, also müsst ihr euch auf Crunchyroll anschauen. Ich habe nur die erste Folge gesehen, ne, weil momentan gucke ich lieber Werbung als irgendein Abo da zu bestellen. Nämlich zu teuer, Leute. Zu teuer. Ich weiß, es ist. Ach, was will ich hier eigentlich? Egal, wir sprechen mit Mitsu so. Welch freudige Überraschung, dich hier zu treffen. Findest du nicht auch, Minimui? Suchst du ein Geschenk für jemanden? Ich liebe es, anderen eine Freude zu machen. Ich hoffe, du findest etwas Passendes, Nimui. Boah, ich habe mal gehört, jemand hat 1200 Yen für Mitsu ausgegeben. Ich weiß nicht, wie viel Euro das sind. Hey Siri,
Wie viel sind 1200 Yen in Euro? Ach, Siri hat mir gar nicht zugehört. Das möchte ich mal eben hier ausrechnen. 2 Yen. Ist ja gar nichts. 9,60 €. Ich dachte, das wäre voll viel. Was ein Fail. Ja, okay. 9,60 € dann. Ich dachte gerade, ich könnte vielleicht Misuzu für 1000 € hier verkloppen. Aber nee, das will ich eh nicht übers Herz bringen. Das war, glaube ich, unsere erste Bewohnerin, die wir auf der Insel gefunden haben, oder? So, hier haben wir ihn, ne? Ja. Horizontal. Oh, sieht ja gut aus, Leute. What? Oh, der sieht echt gut aus. Dafür kommt sogar der Meeresboden ins Lager. Oh, schön. Das ist echt schön. Gefällt mir sehr. Hatten wir auch die Dschungeltapete? Weiß das einer? Wir gucken mal eben. Nee, haben wir nicht. Tapeten haben wir generell weniger. Oder ist das... Ah, das ist die Dschungeltapete. Und haben wir die? Guck mal hier kurz. So, Augen auf haben wir. Nee, wir haben die gar nicht. Leute, dann stellen wir die da auch her, oder? Was brauchen wir denn dafür? Holz und Unkraut. Okay, Holz und Unkraut. So, Unkraut. Holz. Oh Gott, das war das falsche Holz. Ja, das kann natürlich mir nur passieren, Leute. Haben wir auch was zum Herstellen? Das wäre auch ganz schön gut, wenn wir das hätten. Eine Werkbank oder so. Da haben wir Werkbank. Okay. Sehr gut. Stellen wir dich mal hier hin. Ah, nee, komm. Ah, doch, komm. Komm, da müssen wir jetzt nicht nochmal hier ein schwarzes Bild hier. Nee, das war's nicht. Das. So. Ah, guck mal. Das Licht geht sogar da an von der Lampe auf dem Tisch. Das ist cool. So, zack. Tada! Sehr schön. Ich meine, der Dschungel, der passt halt auch gut zu dem Raum hier. Oh, mega cool, Leute. Wow. Ja, Leute. Dann würde ich einfach sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Among Us. Ist das Among Us? Ja, Among Us, ja. Und falls ihr in den Animal Crossing schaut, dann kommt an Freitag wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.